So, hallihallo, da sind wir wieder, diesmal mit Anja und Sandra. Richtig, so, was habt ihr heute wieder mitgebracht hier? Toiletten habt ihr und mitgebracht? Die Moment können mal. Wir auch ins Badezimmer stellen. Ah, wollen wir erstmal gucken. Heute haben wir Flash Force. Das heißt. Was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt Spülkraft. Spülkraft, genau. Ich kann es in Englisch. Flash, ja gut, du lernst es ja auch. Guck mal, ne? Hier. Here to call Flash, okay. Guck mal, also da scheinen Figuren zu, das ist erstmal die Serie 1, wenn ich hier das so das richtig sehe. Das ist wohl aus England, weil es auf Englisch. Weil sie auf Englisch, ja, das kann ja auch sein. Wollen wir mal gucken. Da hinten steht ja auch die Anleitung auf so ein Spielzeug. Wir gucken erstmal vorne. Warte mal, was hier vorne sind Kirschen und was ist da noch? Ja, das ist eine Kirsche und so ein Schleimmonster. Ah, ein Schleimmonster. So, dann haben wir, da passt ja ganz gut, wir haben hier zwei Toiletten, ne? Und ja, hier einmal, zwei sind schon raus. Zwei Flushies. Guck mal, acht Stück sind da drin. Zwei haben wir schon gesehen. Und, guck mal hier. Bizarre Bathroom. Also, wollen wir mal gucken. Da ist noch eine also, die ganze, pass auf, die ganze Geschichte kommt von Spin Master. Kostete erst 14,99, dann 7,99 und jetzt 4,99. Das muss ja ein mega Erfolg gewesen sein, wenn das jetzt so verramscht wird. Also scheint das schon ein bisschen älter zu sein, aber wir gucken es uns einfach mal an. Also, da sind Toiletten drin und wir gucken die Anleitung. Was muss man machen? Erzähl. Das ist so ein Schild, wo eigentlich immer Rutschgefahr draus steht an den Tisch. Okay. Aber hier, man muss zuerst bei dieser Toilette das hier oben öffnen. Das ist ja die gleiche. Dann da was reinfüllen und dann chillen und dann aufmachen. Vielleicht kommt da auch Slime raus oder so. Man weiß es nicht. Wir gucken. Ja. So, das sind jetzt hier die ganzen Figuren also aus der ersten Serie. Die sehen ja alle sehr abenteuerlich aus. Ein paar Zähne. Also alles, was man so in der Toilette ein findet. Gehirn findet man auch in der Toilette. Hier ein Dino. Ein Dino findet man. Und was haben wir noch hier? Eine Klopapierrolle, die böse ist. Oh, eine böse Klopapierrolle. Ein komischer Frosch. Fisch. Guck mal, guck mal hier, da hat jede Figur auch noch seinen Namen, alles klar. Oh, cool, und was ist das denn hier? Den Donut. Ein Donut? Ist das ein Donut? Ja. Das Gehirn finde ich cool. Okay. Na, mal gucken, jeder hat hier so seine Favoriten. Ich nehme die Lila. Warte mal, steht da auch irgendwas in Deutsch drauf? Nö, steht da nicht. Oh, wir kriegen das ja auch alles so hin. So. Da ist einmal lila und da ist grün. Ich nehme die lila, ne? Ich nehme die grüne. Alles klar, dann grün fängt an, oder? Jetzt machen wir alle. Junge. Hier ist noch eine Anleitung, okay? Hier, die Toilette habe also, ich gerade mal abgebaut. Also, wir haben jetzt hier noch ein Deko. Guck mal. Ups. Moment. Was haben wir? Mit einem Gummi. Ah. Ups. Oh. Ja, so schnell wird das hier auseinandergezogen. So, zack, weg damit. Nein. Und stopp. So, erstmal eins nach dem anderen. Wir gucken erstmal nach. Was haben wir denn hier alles Schönes? Hier. So, was haben wir hier? Die riecht irgendwie nach Gummi. Riecht nach Gummi? Na, ist schon ganz schön ausgedünnt. Oh, da ist was drin. Stopp. Was ist noch? Da ist eins mit Fell. Was? Das ist Fell. Mit Fell? Warte mal, zeig mal her. Einmal mit Fell und ein Moment. Aber der gucken wir mal. Aber der Kopf und der ist was ist denn das? Der Kopf ist so. Ach, das könnte eine. Ups, das könnte eine Fledermaus sein, oder? Aber der Kopf. Guck mal, der Kopf. Ja, das ist für so ein. Da kannst du einen Stift drauf tun, das ist klar. Ach, guck mal hier. Papa ist ja auch blöd. Guck mal, das ist Dracula. Hier, das ist eine Fledermaus. Jetzt verstehe ich das. So. Zwei Wölfe. Und was haben wir hier? Zwei Wölfe. Das also ist praktisch. Auch für einen Stift. Das ist alles für einen Stift. Ja, das sind alles. Ja, genau. Kannst du überall einen Stift mal tun. Und warte. Nein, den darfst du noch nicht öffnen. Ja, pass auf. Aber so darf man öffnen. So darf man öffnen, na klar. Das muss man aber lass uns erstmal einmal gucken, wie es aussieht. So, pass mal auf. Also, wir haben hier einmal eine Anleitung. Die Toilette. Man muss das abmachen. Hier. Und dieses kleine. Guck mal hier. Hier so ein Plastikding, das muss man abmachen. Nein, aber erst nachher, wenn da was steht drin. Da. Das also, steht wir machen es ab. Komm. Anja, das steht da. Ja, das geht erst dann zum Ende. Wir machen es ab. So. Und jetzt, warte. So, und jetzt müssen wir erstmal. Ich mach mal eins anders. Ja, mach du, wie du willst. So, das pass auf. Aber wir müssen, noch jetzt erstmal Wasser reinkippen, hier oder? Hier aufmachen. Hier oben. Und mal weiter. Also. Hier kann man das so. Oh, hier, guck mal, hier ein Pflaster drauf, weil es wohl kaputt ist. Wer weiß, ja, genau. Wer weiß. Dann mach mal auf. Plop. So, du hast es aufgemacht und was ja, kommt dann zu Schein? Okay. Zeig mal her. Da muss man Wasser reinmachen. Alles klar, dann machen wir Wasser rein. Pass auf. Ich muss auch noch hier. Moment mal. Wir machen jetzt erstmal Wasser rein hier. Ja. Wir schütten hier Wasser rein. Mal gucken. Wie viel Wasser muss ich da reinkippen? Baby. Was?
Ach, das ist nicht schlimm. Ist egal. Wir sind doch total flexibel hier. Das Handtuch. So, genau. So. Können wir nachher okay. machen. Na ja, klar. So. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr rein. Noch mehr? Okay. Das ist ja noch nicht ganz voll. Also, eine Toilettenspülung alles ist auch in die immer ganz voll. Ja. Stopp. So, okay. Dann mache ich hier mal Wasser drauf. Und dann? Ich schüttel. Schütteln? Ja, nein. Das geht doch, das geht schütteln. Ja? Also, was steht da? Schütteln? Ne, das, na ja, gut, ein bisschen schütteln. Aber das sieht ja eher so aus, als wenn da immer das Wasser rausfließt. Oh. Deswegen sollte man nicht die Hülle abmachen. Ach so, weil jetzt ist da hier irgendwie was. Was ist denn da? Ach, das kriegen wir schon hin. Okay, komm her. Jetzt hast du, genug geschüttelt. Ich schüttel einfach hier drüber. So, jetzt mach erstmal auf. Wollen wir erstmal gucken, was du da jetzt so rausgekriegt. Das ist so Stoff oder so. Stoff? Oh nein, das läuft drauf. Ist egal, wir haben doch. Also, was haben wir denn da? So was Rotes? Da ist noch was drin. Noch mehr? Zwei Sachen sind da. Sind das hier die Zähne? Ja, sieht so aus. Das ist auch in Stoff. Warum haben die Stoffsachen in der Toilette reingepackt? Aber die. Was sieht das denn hier? Das sieht ja mehr so. Ah, ich weiß nicht. Hund. Den Hund. So ein abgedrehter Hund. Ich weiß es immer. Das war auch in einer Toilette drin. Warte, überall für so Stifte geeignet. Also könnt ihr, das war auch schon mal in der Toilette drin. Das ist nur schon sauber gemacht. Jeder Toilette. Da ist immer sowas drin. Alles klar. Dann mach deins auch mal eben auf. Juhu, ich darf's auch machen. Ja, logisch. Wir wollen auch gucken, was da drin ist. Anja, mach sauber. Ja, wir machen jetzt die Toilette sauber. Kein Problem. So. Ich glaube, da kann dich das verstecken. Ja, das kann sein. So, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das hier geht hier mit unseren Flash Force. Unserer Spülkraft. Oh, Lea, Flash Force hört sich, nein, das reicht. Hört sich aber gut an für Toilettenreiniger eigentlich. Oh, warte, Flash Force. Besser als Domestos. Ich muss einmal noch mehr Wasser holen. Ach, das wird wohl reichen. Das reicht. So, komm her. Jetzt mach erstmal auf oder hier, ein bisschen. Ich glaube, das reicht nicht total. Doch. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber ich drüber schütteln. Ui. Ja, weiter. Ach, dann verfärbt sich das und dann kann man dann irgendwann, ja klar, nein, guck mal. Das löst sich auf. Ah, verstehe. Guck mal, die Oberfläche löst sich, das ist ja interessant. Hier, dieses Plastik, kann meine Flash vor. Dieses Plastik, das... Oh, das sieht sich dann auch ganz cool aus. Nee, das Plastik wird dann praktisch klar. Das ist erst wie so eine, so ein Druck. Dieser Druck löst sich. Was und dann kann man gut, praktisch da reingucken. So, jetzt gucken wir mal nach. Was haben wir da? Das sieht so aus wie meiner. Hä? Haben wir zwar den gleichen Namen? Nein, aber es haben sie einfach die gleiche Gussform genommen? Ja, so ähnlich. So ähnlich haben sie es gemacht. Guck mal hier. Mit den gleichen Haaren. Ja, genau. Und mit den gleichen Zähnen. Ja. Was ist das denn bitte? Und dann noch einer. Was ist das? Ein Haus? Eine Milchpackung. Milch steht da sogar drauf. So. Genau. Milch. Willst du mal trinken? Okay. Schütt so, das Wasser und mal jetzt zurück, dass wir uns wollen, die Toilette wollen wir die... Hier haben wir noch aus dem anderen... Aus dem anderen haben wir noch ein Klo. Auf wollen wir das alles reinschmeißen? Also ein Deckerset. Ja. Ah ja, cool. So, und jetzt? Warte, ich... Nee, nicht so viel, nicht so viel. Doch, der passt auch noch. Ja, los. Ah, okay. Ups. Na ja, denn? So. So, was haben wir noch hier? Mischen. Ach, hier. Hier haben wir die ganzen... Sie wurden hier haben wir die. Ups. Hier haben wir die ganzen Figuren, die es hier gibt. Gibt ja an die 100. Guck mal hier, mein lieber Scholli. Gibt ja an die 100. Ja. Guck mal hier. Und hier geht's noch weiter. Und hier geht's noch weiter. Was haben wir noch? Ach, hier. Genau. So, haben wir jetzt unsere 8 Stück zusammen. Und wo ist denn ein anderer Stoff? So, gucken wir mal. Ah, der ist schon wieder getrocknet. Okay. Stoffi. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch wieder. Hey, warte, wir zählen nach. Wir zählen nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann haben wir ja wieder alles. Unsere 8 haben wir. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis bald. Ja. Anja und Sandra, tschüss. Tschüss. Ja, ist das gut? Ja. Na denn. Tschüss.